Hallo, ich bin Joanna. Ich freue mich, dass du dabei bist. Meine Kinder sind gerade ein bisschen bei ihren Freunden zum Spielen, so das gab mir ein bisschen Zeit und Ruhe, dieses Video zu machen. Ja, also Stoffwechsel. Was ist Stoffwechsel? Wie kann es uns helfen, Gewicht abzunehmen, Fett zu verbrennen? Und zum Schluss gebe ich euch auch noch zwei Tipps, wie ihr in nur 5 Minuten am Tag euren Stoffwechsel beschleunigen könnt. Glaubst du, du hast einen langsamen Stoffwechsel? Und falls ihr mich seht, inzwischen hier zur Seite zu schauen, ich habe hier meine Stichpunkte, damit ich auch nichts übersehe. Also ich hatte früher mal einen sehr langsamen Stoffwechsel. Ich war ständig müde, wir waren viel unterwegs und ich bin ständig eingeschlafen. Meine Haare fielen viel aus und meine Verdauung war langsam. Übrigens wusstest du, dass all dieses Symptome sind von einem langsamen Stoffwechsel. Also es ist nicht nur Verdauung, sondern auch einfach diese verschiedensten Sachen wie Haarausfall, Müdigkeit, Lustlosigkeit. All das kann sein, dass dein Stoffwechsel einfach zu langsam ist. Also was bedeutet Stoffwechsel eigentlich? Es ist einfach dieser tolle biomechanische Prozess im Körper. Also, wenn wir den Metabolismus oder den Stoffwechsel nicht hätten, wären wir tot. So, wir brauchen diesen Prozess im Körper. Es ist einfach die Fähigkeit von unserem Körper, Aktivitäten zu verrichten, sei es jetzt automatische, wie der Herzschlag oder das Atmen, was immer, oder aber auch physische Aktivitäten wie Sport machen und was immer wir Tag für Tag machen, unsere Hausarbeit, gehen, laufen, was immer wir machen, für alles brauchen wir unseren Stoffwechsel. Also, und dieser kann dann natürlich auch langsam sein, der kann gerade richtig sein oder auch schnell sein. Der Stoffwechsel ist ein Prozess im Körper. So, um diesen Prozess besser zu verstehen, kommen wir zum Grundumsatz. Also, das ist einfach, wie schnell unser Stoffwechsel funktioniert. Der Grundumsatz im Ruhezustand ist, wie viel Kalorien du verbrennst, wenn du nicht körperlich aktiv bist. Also zum Beispiel, wenn du nur schläfst, wie viel Kalorien du trotzdem da noch verbrennst. Was beeinflusst deinen Stoffwechsel? Kurz gesagt, sehr viel. So, weil es so ein kompletter Prozess im Körper sind da sehr viele verschiedene Faktoren, die deinen Stoffwechsel beeinflussen können. Erstens, deine Körperzusammensetzung hat sehr viel auszusagen. Wusstest du, dass die Muskelmasse deinen Stoffwechsel beschleunigen kann? Dass Muskeln viel mehr Kalorien verbrennen als Fett? So, deshalb empfehle ich meinen Kunden, die zu mir kommen und abnehmen wollen, eigentlich das als erstes nicht jetzt irgendein stundenlanges Cardio-Training, sondern Krafttraining. Weil mit diesem Krafttraining bauen wir die Muskelmasse auf und mehr Muskelmasse ist gleich einen schnelleren Stoffwechsel. Also es ist eine Win-Win-Situation da. Und um Gewicht zu verlieren, passen ja wir auch meistens dann etwas nach dem Essen auf. Also viele, die gehen da auch ein bisschen extrem vielleicht mit zu wenig Essen. Das Problem daran ist, dass sich dadurch der Grundumsatz sehr schnell verlangsamt. Also schon nur, wenn wir Gewicht abnehmen und wenn wir weniger essen als sonst, verlangsamt sich der Grundumsatz. Deshalb ist es so wichtig, dass wir diesem entgegenwirken mit dem Krafttraining, weil wir gerade damit entgegenwirken können, dass der Grundumsatz nicht so langsam wird. Zweitens, was auch den Stoffwechsel ganz doll beeinflusst, ist die Nahrung, die du isst. Und um diese zu deinem Vorteil zu brauchen, also um die Lebensmittel zu deinem Vorteil zu brauchen, müssen wir einmal verstehen, wie der Körper unsere Nahrung verstoffwechselt. Und da kommen wir dann zum thermischen Effekt von Lebensmitteln. Also es ist einfach, der thermische Effekt ist so viel, dass wenn du etwas isst, muss der Körper dieses verstoffwechseln und dabei aumentar. So. Ich suche hier nach den deutschen Wörtern, weil in meinem Gehirn immer wieder Deutsch, Spanisch und Englisch gemischt ist. Aber immerhin, der Körper erhöht seine Körpertemperatur zum Teil, um diese Lebensmittel zu verstoffwechseln. Das nennt sich der thermische Effekt. Die Proteine, die erhöhen diesen thermischen Effekt am meisten. Und
Natürlich die Kohlenhydrate und Fette auch, aber am meisten die Proteine und zwar von 15 bis 30%. Also isst du Proteine, Eiweiß auch genannt, erhöht sich dein Stoffwechsel, weil dieser mehr arbeiten muss, um diese Proteine zu verdauen und zu verarbeiten. So, natürlich sind da auch noch viele andere Faktoren, die den Stoffwechsel beeinflussen. Zum Beispiel die Schilddrüsen, welches auch eine wichtige Rolle spielen beim Stoffwechsel. Und falls du einen Verdacht hast, dass du einen sehr langsamen Stoffwechsel hast, solltest du unbedingt auch noch einmal mit deinem Arzt checken, ob deine Schilddrüsen und die Hormone da alle in Check sind, weil auch dieses hat einen großen Einfluss. Also falls du irgendein Problem mit den Schilddrüsen hast oder es auch vielleicht nur bedauerst wegen deinem Stoffwechsel, solltest du das unbedingt einmal nachchecken, weil auch dieses kann natürlich auch tratiert werden. Okay, was ist das deutsche Wort? Also, es kann behandelt werden, genau. So, dieses ist natürlich jetzt nur die Spitze vom Eisberg, vom Metabolismus, vom Stoffwechsel. Es gibt da natürlich noch viele Faktoren, die diesen beeinflussen. Aber hier habt ihr schon mal etwas eine Idee und falls ihr Fragen habt, könnt ihr diese auch gerne hier stellen. Also jetzt zu den Tipps, um deinen Stoffwechsel zu erhöhen. Was kannst du machen? Also, erster Tipp, starte deinen Tag mit einem eiweißreichen Frühstück. Wie du schon gelernt hast, dieser thermische Effekt wird erhoben, wenn du Eiweiß isst. Also, isst du Eiweiß schon gleich zu Frühstück am Morgen, dann kurbelst du schon mal gleich deinen Stoffwechsel an. Also, das kann sein ein gekochtes Ei, ein schnelles Omelett oder Cottage Cheese, Greek Yogurt oder ein Quarkbrot. Es braucht ja natürlich nicht nur Proteine sein. Nimm dazu eine Portion auch langsame Kohlenhydrate, wie zum Beispiel Haferflocken, Vollkornbrot, ja, was immer kannst du dazu nehmen, um ein vollwertiges Frühstück zu haben. Dieses hilft auch einfach, um gleich morgens schon deinen Stoffwechsel in Schwung zu bringen. Zweiter Tipp, trinke mehr kaltes Wasser. So, ich sage es immer wieder, trinke mehr Wasser, aber hier kommt das kalte Wasser noch dazu. Warum? Das kalte Wasser kann deinen Grundumsatz noch mehr erhöhen, weil der Körper dieses Wasser aufwärmen muss, ja? Also das kalte Wasser kommt rein, der Körper muss es aufwärmen, um das zur Körpertemperatur zu machen. Und da zeigen Studien, dass 10 ml pro Kilo kaltes Wasser den Grundumsatz bis auf 25% erhöhen können in den darauf folgenden 40 Minuten. Also hast du zum Beispiel 70 Kilo, trinkst du 700 ml kaltes Wasser, kann sich dein Grundumsatz bis auf 30% beschleunigen. Also deshalb ist es so wichtig, auch falls dein Ziel ist, Gewicht abzunehmen, viel Wasser zu trinken. Ich starte meinen Morgen meistens mit einem Glas warmen Zitronenwasser, tausche es aber auch immer wieder aus für kaltes Wasser und merke dann auch ein bisschen einen anderen Effekt in meinem Stoffwechsel und in der Verdauung. Ja, also das ist auch gut, einfach mal abzuwechseln, mal kaltes, mal warmes Wasser, aber sowieso ein Glas Wasser auf leerem Magen morgens ist sehr empfehlenswert. Dann möchte ich gerne von euch wissen, haben euch diese Tipps geholfen? Möchtet ihr mehr von solchen Videos sehen? Lasst es mich wissen hier im Kommentar. Und falls auch noch Fragen sind, könnt ihr diese gerne stellen. Falls es euch hilfreich gewesen ist, teilt dieses Video auch mit anderen, die vielleicht deine Freunden oder deine Schwester, was immer, die sich immer wieder beschwert über Müdigkeit, über langsame Verdauung, dies und jenes. Vielleicht können ihr diese Tipps auch helfen. So, dann bis zum nächsten Mal und ich wünsche euch noch einen schönen Tag weiter.